Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video hier auch. Heute möchte ich euch das Wanger Pronto vorstellen, welches mir im Rahmen eines Passarounds zugeschickt wurde. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Das Wanger Pronto gibt's in mehreren Ausführungen. Ich stelle euch heute die G10 und die Olivenholz-Variante vor. Preislich liegen die beiden circa bei 140 Euro. Bestellt man die Messer, so hat man die Auswahl zwischen einer Lederscheide und einer Kydex-Scheide. Die Lederscheide verfügt über eine Gürtelschlaufe und die Verarbeitung ist ordentlich, wenn auch nicht perfekt. Das Messer sitzt jedenfalls sicher in der Scheide. Die Kydex-Scheide, mein persönlicher Favorit, besitzt eine Befestigung für den Gürtel. Zudem kann man das Messer auch als Neckknife tragen. Das Messer sitzt wieder perfekt in der Scheide. Kommen wir zu den Messern. Bei den Messern handelt es sich um 42A-konforme feststehende Messer, designt von Heidi Blacksmith, hergestellt von Lion Steel in Maniago und das alles unter dem Namen vom Messerhändler Dirk Wanger. Dazu später mehr. Die Messer bestehen aus einem Stück Neolog-Stahl, welcher auf ca. 59 bis 60 HRC gehärtet wurde. Die Griffschalen bestehen bei diesen beiden Messern hier aus G10 und aus Olivenholz, welche über Torx-Verbindungen befestigt wurden, und wir finden noch eine Lanyard Hole. Hat man das Teil in der Hand, so ist es ein wahrer Handschmeichler. Alle Kanten wurden perfekt abgerundet, einzig für meine Hände ist das Messer einen Ticken zu kurz. Zudem sollte man mit dem Zeigefinger aufpassen, dass man nicht abrutscht und sich an der Kante verletzt. An der Oberseite finden wir noch Jimpings, welche für einen etwas besseren Griff sorgen. Schauen wir uns mal die Beschriftungen an. Was mir positiv auffällt ist, dass nur wenige Schriften vorhanden sind. So zum Beispiel die Stahlbezeichnung an der rechten Seite, das Wanger-Logo an der linken Seite und an der Griffunterseite finden wir noch Lion Steel Italy und die Seriennummer. Kommen wir kurz mal zu den technischen Details. Das Messer hat eine Gesamtlänge von 17,1 cm, wobei die Klinge 7,2 cm lang ist. Das Gewicht beträgt je nach Version zwischen 59 bis 70 Gramm, was ein wirklich tolles Gewicht für den Alltag ist. Die Klingenstärke beträgt 3 mm, wobei sie sich nach vorne hin verjüngt. Doch wie schlägt sich das Teil im Alltag? Sowohl härtere Aufgaben als auch feine Arbeiten meistert das Messer, wobei ich persönlich finde, dass die Klinge ein wenig zu kurz ist für manche Aufgaben. Allgemein kann ich nicht viel kritisieren, außer dass der Designer selbst, also Heidi Blacksmith, nicht erwähnt wurde auf dem Messer. Aber kommen wir zu meinem persönlichen Fazit zum Wanger Pronto. Ja, ich durfte die Messer jetzt einige Zeit lang testen, jetzt wird's Zeit für ein Fazit meinerseits. Ich würde sagen, fangen wir mal ganz von vorne an, und zwar bei der Herstellung und so weiter von den Messern hier. Ich nehme die beiden mal raus. So, designt wurden die Messer von Heidi Blacksmith, gefertigt wurden sie von Lion Steel in Italien, um genau zu sein in Maniago, und das alles unter dem Namen von Dirk Wanger. Solltet ihr Dirk Wanger noch nicht kennen, schaut mal in die Videobeschreibung, dort findet ihr einen Link zu seinem Webshop. Okay, was kann ich jetzt dazu sagen? Was mich ein wenig stört ist, dass Heidi Blacksmith hier auf dem Messer überhaupt nicht erwähnt wurde. Wir finden hier zwar Wanger und hier noch Lion Steel Italy, aber wir finden nirgends den Hinweis zum Designer selbst. Das finde ich persönlich ein wenig schade, aber der Kenner weiß, hierbei handelt es sich um ein Design von Heidi Blacksmith. Heidi macht wirklich sehr, sehr tolle Messer. Ja, und beim Pronto merkt man schon den guten Einfluss von Heidi. Die Messer
sind wirklich, wirklich toll. Bei der Verarbeitung kann ich einfach nicht meckern, da passt alles. Also jede Kante wurde abgerundet, nichts stört. Ja, also die Verarbeitung wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Die Messer wiegen auch nicht viel, also als EDC-Begleiter sind sie wirklich perfekt. Wie gesagt, für meine großen Hände vielleicht ein wenig zu klein. Trotzdem toll. Das wird mich sicherlich nicht daran hindern, mir eins zu kaufen. Ja, wenn man sie dann bestellt, hat man die Auswahl zwischen Kydex oder Lederscheide. Mein persönlicher Favorit, ganz klar, die Kydex-Scheide. Die Lederscheide, ja, sieht gut aus, ist aber nichts Besonderes, ist halt Standard. Hier unten finden wir sogar noch eine kleine Öffnung, damit Wasser und so weiter auch rausrinnen kann. Also, das hier ist kein Mängel oder sonst was. Ja, aber wie gesagt, nichts Besonderes. Die Kydex hingegen gefällt mir extrem gut, denn man kann das Messer an den Gürtel machen oder man kann hier einfach mal einen Paracord durchhauen. Man kann sich oder man kann das Messer als Neckknife tragen und dann ist es natürlich sofort einsatzbereit. Zudem sitzt das Messer auch wirklich sicher in der Kydex-Scheide. Aber ich würde mir bei der Kydex-Scheide noch etwas wünschen. Und zwar, wenn man das Messer jetzt so wie ich rausziehen will, dann drückt man hier mit dem Daumen drauf und man hat sofort ja, die Abdrücke am Finger und es schmerzt ein wenig. Ich hatte mal ein Messer in der Hand mit Kydex-Scheide, da waren hier die Enden so ein wenig rausgebogen, also damit der Daumen mehr Auflagefläche hat und man konnte das Messer wirklich problemlos rausziehen. Genau sowas würde ich mir hier wünschen, dann wäre alles wirklich perfekt. Ansonsten kann man bei der Kydex-Scheide wirklich nicht meckern, also da passt auch alles. Aber kommen wir jetzt zu den Messern selbst. Wie schlagen sie sich im Alltag? Ja, ich konnte nur die Olivenholz-Variante testen. Macht keinen Unterschied, die beiden Messer sind baugleich, außer dass hier G10 verwendet wurde als Griffmaterial und hier wurde eben Olivenholz verwendet. Olivenholz gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, vor allem die verschiedenen Muster hier. Das Messer wiegt wenig, klein, wirklich alltagstauglich. Die Klinge könnte für meinen Geschmack auch ein wenig länger sein, aber so ist das Teil immerhin 42A konform. Ihr könnt es mit euch führen, ihr könnt es benutzen und ihr werdet definitiv eure Freude dran haben. Ja, Klingenstahl, der hier verwendet wurde, Neolox, ein sehr, sehr schnitthaltiger Stahl, perfekt für den Alltag geeignet. Was will man mehr? So, schauen wir es uns kurz nochmal ein wenig an. Hierhin haben wir noch eine Lanyard Hole und ihr seht, selbst das Holz wurde perfekt verarbeitet. Es fühlt sich auch richtig gut an, man kann sich nirgends verletzen, außer hier unten natürlich, wenn man mit dem Zeigefinger abrutschen würde. Ich hoffe jetzt mal, dass das nicht jemandem passiert, denn das könnte böse enden. Während ich das Messer jedoch getestet habe, hatte ich immer den Zeigefinger ein wenig hier hinten, also bestand da nicht wirklich eine Gefahr, aber wie gesagt, die Möglichkeit besteht und deshalb wollte ich es im Video auch erwähnen. Okay, was ich noch positiv unterstreichen möchte, ist, dass die Beschriftung hier beim ganzen Messer sehr, sehr dezent gehalten wurde. Hier haben wir nur den Klingenstall, ansonsten gar nichts. Hier das Wanger-Logo
und an der Unterseite noch Lion Steel Italy und die Seriennummer. Also alles in allem sehr gelungen. Ja, meine Schlussworte: würde ich mir das Teil kaufen? Definitiv, und das werde ich auch, denn die Messer gefallen mir wirklich sehr. Ich weiß jetzt noch nicht, kaufe ich mir eine Olivenholz-Variante, kaufe ich mir eine G10-Variante. Beide Messer sind wunderschön, beide Messer kann man verwenden. Preislich sind die beiden auch circa gleich, also mal sehen. Vielleicht hole ich mir auch beide. Doch jetzt würde mich noch eure Meinung interessieren. Schreibt sie mir doch mal in die Kommentare. Habt ihr vielleicht selbst einen Wanger? Wenn ja, wie seht ihr das Ganze? Wie schlägt sich das Messer bei euch? Und dann würde ich sagen, war's das mit dem Video. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Vergesst natürlich nicht, ein Abo dazulassen. Und klickt hier drüben drauf, um noch zwei weitere Videos von mir anzusehen. Bis zum nächsten Mal, habt einen tollen Tag, euer Dirty Cross. Ciao.